Ansage an Robert Habeck. Sie wollen Kanzler werden. Die letzten Jahre war besonders für Sie und auch Ihre Partei besonders anspruchsvoll mit sehr vielen Herausforderungen. Dabei wurde das Hauptthema mit dem Naturschutz ein bisschen vernachlässigt. Obwohl die Rheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern-Landau in einer gemeinsamen Studie mit der BOKU-Universität die großen Potenziale der Permakultur aufzeigte. Eine wissenschaftliche Publikation vom 4.7.2024. Schauen wir uns etwas genauer diesen Artikel an. Landwirtschaft der Zukunft. Studien zeigt enormes Potenzial von Permakultur. Die Permakultur ist eine nachhaltige Form der Landwirtschaft. Mit dem Wechselspiel aus Hügelbeeten, Teichen und Gehölzen bietet sie in diesem Beispiel neben Lebensmittel auch viele Ökonomen, System, Dienstleistungen und Lebensraum für Tiere und Pflanzen. Die beiden Universitäten in der gemeinsamen Studie zeigten im größeren Umfang, dass mithilfe der Permakultur und der Landwirtschaft die Biodiversität, die Bodenqualität und die Kohlenstoffspeicherung verbessert wird, welches angesichts der Herausforderung des Klimawandels und des massiven Artensterbens eine zusätzliche Bereicherung in der konventionellen Landwirtschaft bieten kann und neben dem Naturschutz auch die Erträge stimmen. Der Umweltwissenschaftler Julius Reif hat die Studie deshalb auch gemacht, um halt eine große Lücke zu schließen, denn es gibt ja schon seit 1979 Permakulturprojekte auf der ganzen Welt, allerdings wurden die jetzt nie wissenschaftlich oder evidenzbasiert genauer unter die Lupe genommen und genau deshalb diese Studium halt auch zu untermauern, welche positiven Eigenschaften denn die Permakultur alles mit sich bringt, in dem natürlichen Kreislauf zu handeln, um die Ökosysteme als Vorbild zu nutzen. Insgesamt 9 landwirtschaftliche Betriebe in Rheinland-Pfalz, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und in Luxemburg hat das Forschungsteam unter die Lupe genommen. Auf den Permakulturflächen dieser Betriebe und auf den jeweils einem Vergleichsfeld der dort ansonsten vorherrschenden Landwirtschaft haben die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler verschiedene Indikatoren zur Bodendiversität und Bodenqualität untersucht. In den Bodenproben, die dann ins Labor geschickt worden sind, wurde dann der Humus-Kohlenstoffanteil gemessen, genauso wie der Mikro- und Makronährstoffgehalt und die Aktivitäten der Bodenmikroben oder der Bodenmikroorganismen. Als Maß für die Biodiversität wurde die Artenvielfalt der Regenwürmer, Vögel und Pflanzen ermittelt. Ergebnisse des Ganzen dürfte auch nicht verwunderlich sein, dass auf Permakulturflächen die Biodiversität um einiges höher ist, die Bodenqualität auch einen höheren Humusgehalt aufweist und viel mehr Bodenaktivität vorhanden ist. Positiv von der verbesserten Bodenqualität einerseits, Humus speichert viel besser Wasser, wodurch man auch Trockenperioden oder Dürrezeiten viel besser abpuffern kann. Natürlich wird auch zusätzlich in der Permakultur gemulcht. Zusätzlich wird ja in der Permakultur noch gemulcht, wodurch dann der Boden auch noch geschützt ist von der Sonne und von der Wind, also von dessen Erosion und dadurch halt auch nochmal Wasser mitgespeichert werden. Weiterer Vorteil natürlich auch höheren Mikro- und Makronährstoffgehalt, wodurch auch die Pflanzen das aufnehmen. Das heißt, wir auch nährstoffreicheres Gemüse haben und das auch unserer Gesundheit zugutekommt. Der höhere Artenreichtum kommt auch deshalb, dass an den Permakultur für auf Mischkultur gesetzt wird, auch mit größeren Gehölzen, wie zum Beispiel Bäumen mit Agroforst, welche man ja auch theoretisch gesehen auf die Äcker setzen kann. Dadurch hat man mehr Pflanzen, bessere Strukturvielfalt, bessere Grundlage auch für Pflanzen und Tiere, also mehr Unterkünfte oder auch ein Zuhause durch die höhere Vielfalt. Es wird ja auch auf Pestizide und Mineraldünger verzichtet. Das heißt, es ist nochmal ein zusätzlicher Faktor, warum die Bodendiversität besser wird. Richtig interessant bei diesen Ergebnissen ist einfach, dass halt neben den Aspekten, dass halt die Permakultur ökologischer ist, aber auch die Erträge aus der Permakultur von der industriellen Landwirtschaft vergleichbar sind. Ein sehr wichtiger Punkt, weil ja dann Leute sagen, mit der Permakultur kann man ja keine Ernährungssicherheit gewährleisten. Erträge sind vergleichbar. Die hohen Phosphorgehälter im Boden hat das Team auch ein bisschen verwundert in den Permakulturböden. Es wird ja hier nicht synthetisch zusätzlichen Phosphordünger mit eingegeben, wie es zum Beispiel in der konventionellen Landwirtschaft der Fall ist. Aber dennoch die Phosphormengen, die ja die Pflanze zum Wachstum benötigt, in einer guten Menge vorhanden sind und die Phosphordünger ja in Zukunft auch ein knappes Gut sein werden, wo halt auch die zukünftige Landwirtschaft dann Probleme haben wird. Zum Abschluss dieses Artikels wird dann noch die Frage gestellt, ob die Permakultur als Vorbild dienen kann. Ja, kann sie, aber da muss halt erstmal in der Politik sich etwas ändern, auch im Bildungswesen, das hat die Landwirte dementsprechend neu geschult werden müssen. Das heißt, es braucht dann ein entsprechendes Bildungsangebot, wie zum Beispiel hier auf YouTube. Und finanzielle Aspekte müssen da auch mitgegeben werden. Das heißt, so unter anderem mit Subventionen. Die Permakultur tut jetzt auch wissenschaftlich nachweislich die Artenvielfalt erhöhen, verbessert die Bodenqualität, mehr Nährstoffgehalt der Pflanzen, bessere Bodenqualität, ein höherer Humusanteil, was auch ein wunderbarer Schutz bei Wetterextremen sind, starke Regen- oder Dürreperioden, weniger Pestizid- und Mineraldüngereinsatz und die Pflanzen wachsen trotzdem und die Erträge vergleichbar zur konventionellen Landwirtschaft. Hier nochmal eine kleine Referenz an das Video
wo ich den Landwirten lustig, humoristisch hochgenommen habe, in Bezug, wo er mit seiner nicht aussagenden Hetze gegen solche Projekte zum Beispiel wie meine gehetzt hat, auch dass in den Kommentaren steht, dass ich doch in einer Traumwelt lebe. Ich bin nur ein großer Träumer, doch ich weiß, es kommt der Tag. Da habt ihr eure Beweise. So, Herr Habeck, Sie wollen ja Kanzler werden und auch die Schuldenbremse reformieren bzw. auch abschaffen. Der Schauspieler Christian Lindner ist ja auch nicht mehr da. Das heißt, der Finanzierung wird vielleicht in dem Punkt nichts mehr im Weg stehen. Es wäre doch durchaus sinnvoll, solche Projekte zu subventionieren, damit sie aufgebaut und umgesetzt werden können, dass die Leute auch davon leben können. Bietet auch einen gewissen Anreiz, dass die Leute, wenn sie davon leben können, das auch gerne machen wollen. Denn wer arbeitet zusammen nicht gerne an der frischen Luft, in der Sonne und baut sein eigenes Obst und Gemüse an? Gut, gibt viele Menschen. Mit Hilfe der Subvention können ja auch die hohen Personalkosten reduziert werden. Zusätzlich wäre es vielleicht auch sinnvoll, Bürokratie abzubauen, damit vielleicht auch kleinere Höfe und Betriebe weniger Arbeitsaufwand haben und vielleicht den Aspekt Permakultur nach Schweizer Vorbild in Gesetze zu verankern, damit es halt zum Beispiel eine Sonderform ist, damit man vielleicht hier mehr Handlungsspielraum hat. Kleine Unterbrechung für den Sponsor des heutigen Videos, und zwar geht es um den Angel Juicer, den Entsafter, den ich schon seit 7 Jahren täglich bei mir im Einsatz habe, um frische, gesunde, nährstoffreiche und vitalisierende Gemüsesäfte zu pressen. Für mich sind die schonend kaltgepressten Säfte ein wichtiger Bestandteil in meiner Ernährung. Ich möchte sie gar nicht mehr missen. Sind so hydrierend, lecker und für mich ein Must-Have für all die Menschen, die sich gesund, bewusst ernähren möchten. Du kannst wunderbare, vitalstoffreiche Säfte kreieren. Grüne Säfte, Karotten, Sellerie, alles was etwas härter ist, eignet sich wunderbar, um mit dem Angel Juicer zu entsaften. Sehr hohe Saftausbeute und den Rest kannst du dann zum Beispiel auch bei dir im Garten nutzen als Schneckenablenkung oder du kannst dann daraus Brotcracker machen, indem du sie in den Dörrautomaten zum Beispiel steckst oder bei dir im Salat ein bisschen rumstreust. Über den Link in meiner Videobeschreibung kommt ihr zu meinem Entsafter, 10 Jahre Garantie, und wenn ihr den Code PEACE bei eurer Bestellung mit eingibt, bekommt ihr noch zusätzlich Trinkflaschen. Zusätzlich können Sie auch in einem etwas rechteren und konservativen Bereich fischen, indem Sie halt zum Beispiel Bürgergeldempfänger dazu zwingen, an solchen Projekten mitzuwirken. Sind Sie sozial interagiert, tun was für die Gesellschaft, bekommen noch vielleicht ein bisschen was vom Obst und Gemüse ab. So können auch Tafeln entlastet werden. So können sich auch die Bürgergeldempfänger mehr bewegen, sind an der frischen Luft und auch an der Sonne. Natürlich, das ist ein bisschen jahreszeitabhängig. Momentan bei uns ist im Winter meistens immer eine graue Suppe. Bei mir in der Gegend, wo ich wohne. Aber in dieser Kombination sind sie ein bisschen gesünder unterwegs. Natürlich wird ihr noch ein bisschen Krafttraining mit integrieren für die monotone Bewegungen in der Gartenarbeit, damit man hier nochmal zusätzliche Verletzungen vorbeugt. Aber vielleicht könnte man auch so Krankenkassen auch mit entlasten. Es geht ja auch immer schließlich ums Geld. Damit könnte man auch Wahlkampf machen. Und nicht zu vergessen, wir können auch kreativ über 20 Ecken denken. Mehr Permakultur, mehr natürlichere Flächen, Dauerwald, Food Forest, führt letztlich auch dazu, dass wir einen natürlichen Schutz gegenüber Aggressoren und Angreifer haben. Egal ob Russland, die USA, die Briten oder auch die Franzosen, wir sind dann schon ziemlich gut vorbereitet. Wir nehmen uns einfach Vietnam als Beispiel. Nach 2 Fehlversuchen sollten wir uns vielleicht mal an die Schweiz orientieren, ihrem Gebirge, vielleicht der Hochfinanz. Ersteres können wir wunderbar auf so semi-professionelle Lobbyarbeit beendet. Vielleicht sieht das ja. Spätestens an dem Punkt mit den Wahlplakaten Pflanzen für den Frieden, weiß ich, über irgendeine Ecke hat es ihn erreicht. Hilft dabei mit, dass er das Video sieht. Den Artikel, den ich vorgelesen habe, findet ihr unten in der Videobeschreibung. Weitere Videos zum Thema Permakultur findet ihr auch hier auf meinem Kanal. Falls ihr dann auch mal anfangen wollt, Permakulturprojekte zu starten, hier seid ihr genau richtig. Dann bedanke ich mich vielmals, dass ihr eingeschaltet habt. Leider habe ich meine Cappy jetzt nicht dabei mit der Samenschleuder. Egal, müssen wir mal heute ohne klarkommen. Einmal.